Guckt euch das schöne Tier an. Richtig schön. Wunderbar. Jetzt wird es direkt hier entschuppt. Dafür habe ich so ein Messer mit Zacken dran. Und dann kann man das direkt, wenn sie frisch sind, am Gewässer machen. Natürlich immer. Messer übrigens sauber machen. Hoffentlich ist das auf der Kamera so ein drauf. So. Ja. Immer den Fisch und natürlich das Messer schön sauber machen. Man kann es auch unter Wasser machen, dass die Schuppen nicht so rumfliegen. Aber dafür ist mir das Wasser ehrlich gesagt zu kalt. So. Genau. Ich mache es halt grob. Da werden vielleicht ein, zwei Schuppen werden vielleicht noch dran sein. Glaube ich aber nicht. Aber das könnte immer mal passieren, dass so ein Fisch doch schon mal ein paar Schuppen, dass man da ein paar vergisst. Und dann ist es so. Also, Fisch immer after rein, vorne zuschärfen, auf. Vor allem wichtig. Für mich als Angler, Magenbereich, gucke ich mir nach an, was er gefressen hat, muss ich. Dass ich auch die Köder immer ordentlich wähle. Und das kann ich jedem jungen Angler vor allem bei jedem Fisch empfehlen. Dass man so einen Dreher, bis der raus hat. Und dann wird das hier schön rausgepult am Gewässer. Das ist halt brutal kalt, das Wasser. Ihr könnt euch nicht vorstellen. Manche essen halt hier das Herz roh. Ich finde das immer nicht verkehrt zum Aalangeln, dass man solche Teile immer aufhebt. Ich heb's mal auf, vielleicht will der Kollege hier eins, der ist heute weiter vorne. Und das, mir war es ein bisschen zu verkrautet da vorne. Und wir doch an meinen Stammplatz. Und ja. So sieht's dann aus, entschuppt. Ihr seht hier hinten, das sind noch ein paar kleinere. So, hier an den Rückenflossen oder so. Da hängt vielleicht mal noch eine, ja. Guckt er halt noch mal alles perfekt an. So. Und so kann man das mitnehmen. Also wie gesagt, hier der Kiemenschnitt ist wichtig in Bayern. Das nie vergessen. Weil da die Hauptschlagadern durchführen. Denn ein Herzstich, Herz sitzt ungefähr hinter der vordere Flosse, also ungefähr einen Zentimeter dahinter, ordentlich reinstechen, vielleicht ein bisschen vorziehen. Und dann natürlich hier die Niere, die ist dann immer hier drin. Und die dann auch rausnehmen. Und natürlich bei dieser ganzen Aktion versuchen, die Gallenblase nicht zu verletzen. Also ich schmeck's raus, Feinschmecker schmecken's raus. Manche schmecken das eben nicht raus und vor allem auch die Niere. Das ist die Niere, das Schwarze. Ich mach's raus. Weil wenn man es räuchert oder trotz Braten, wie auch immer, ordentliches Würzen, schmeckt man das Dorn eventuell auch raus. Also ich schmecke es raus, manche schmecken es nicht raus. Hier waren noch ein paar Schuppen, ihr seht es. So. Und normalerweise habe ich dann immer so eine Gartenschere dabei und Kapp. Den Kopf und den Schwanz. Das mache ich aber heute Abend erst, weil wenn die Kontrolle kommt, braucht man eben den ganzen Fisch, um zu beweisen, dass man das Mindestmaß eingehalten hat. Und bei mir wird das küchenfertig gemacht, direkt am Gewässer. Dann wird der Kopf und der Schwanz abgeschnitten und dann, dass das ordentlich in die Pfanne passt. Also wir braten es gerne mal mit Bratkartoffeln, bisschen Sucuk, also türkischer Speck oder Wurst, wie auch immer.
Man kann auch andere Würste dazu, also würzige Wurst mit Kartoffeln, ja, und dann so eine, ja, Kräutergeschichte vielleicht noch dazu mit Rosmarin, Rosmarinkartoffeln und ein bisschen Speck dazu, wie auch immer, wie es jeder will. Und dann noch so zwei Fällchen dazu. Das ist dann schon ziemlich lecker und man macht dann auch natürlich satt. Hier zur Anatomie nochmal. Die gehören zu der Familie der Raubfische und die haben ein unterständiges Maul. Also ihr seht, das Maul ist unterständig, weil die Nase länger ist. Das nennt man unterständig. Diese kleinen Hauptläppchen, so, da fährt der Haken rein und wenn man zu arg drillt, dann schlitzt man die Fische aus. Darum meine Rutengeschichte, dass das oben halt eine ganz feine Rute man braucht. Die sitzen dann oft hier in diesem Hautläppchen, sag ich mal, und dann werden sie im Drill ausgerissen. So, und dann verliert man den Fisch. Der Fisch hat dann eventuell so ein Maul. Genau, dann hat der so ein Maul. Und das ist dann nicht gut. Genau. Aber wie gesagt, leckerer Fisch. Sehr delikat am Bodensee. Rosmarinkartoffeln, Fällchen 1 mit einem kleinen Salat. Ja, ich glaube zurzeit 22 Euro. Genau. Wunderbar, freue mich. Warte auf das nächste. Ja, bin wieder soweit. Könnten wir weitermachen. Genau, packe ich den auch schon mal weg hier. Ich habe da zum Beispiel auch immer gleich Gefrierbeutel dabei, ja, dass man da daheim eben natürlich machen muss. Den habe ich hier meine. Und wenn man dann doch schon den Kopf wegmacht und den Schwanz, dann passt das auch in so einen Gefrierbeutel ordentlich rein. So, dann kommt da gleich so ein Drähtchen hin zum Festmachen. Genau. So. Ganz langsam ausdrillen, ganz, ganz langsam, weil wir benutzen ja doch extrem weiche Haken, kleine Haken, weiche sage ich schon. Und die Fische, die schlitzen dann gerne mal schnell aus. Ja, ich habe schon blank gesehen, da kommt der Silberbarren. Die muss man ein wenig an der Oberfläche lassen, dass sie doch sich auspowern und dann keschern. So. Dann rasten die natürlich nochmal aus, gell? Weil wir so kleine Haken benutzen, will man da immer ganz vorsichtig sein.
Jawohl. Passt. Wunderbar. Freue ich mich. Geht gleich weiter. So, denn. Wunderbarlich. So, da ist er. Der Kleine. Oder sie. Auf was? Habe ich doch gewusst.